Ey, was machst du hier? Fernseher leiser. So. Bist du irgendwie bescheuert? Hey. Ob du bescheuert bist? Ey, was soll das? Mann, du bist warum hast du den Fernseher leiser? Weil du nicht alleine hier bist. Ich bin der Mann hier im Haus. Ich hab hier zu bestimmen, was hier abgeht. Guck, dass dich aus meinem Zimmer verpisst. Du scheiß Pisser, Mann. Mach die Tür zu. Sonst haust du in die Fresse. Ja, ja, genau. Sag mal, was ist denn hier los? So ein Psychoterror, das ist ja ein Irrenhaus hier. Ja. Was können wir denn da bitte machen? Oh, Mama, jetzt mal ernsthaft, hier ist es so laut. Ich kann meine Hausaufgaben nicht mehr in Ruhe machen. Was ist denn das? Bitte sei doch heute einmal ruhig. Wir müssen Rücksicht auf Pascal nehmen. Der fällt nur aus, der ist ja, die Stimme. Genau, Pascal, meine Hausaufgaben sind auch wichtig. Sag mal ernsthaft. Nee, ganz mich alle. Sag mal, Anne, was hast du denn da an der Wange gemacht? Ach, das ist nichts. Ich bin nur gegen den Türrahmen gekommen. Das sieht nicht nach Türrahmen aus. Das sieht nach Faust. Ich komme, Pascal. Ach, Moment. Das ist, tut auch schon gar nicht mehr weh. Keine Sorge. Hey, wo bleibt das Essen, Mensch? Hier ist die Suppe. Bist du irgendwie bescheuert? Was ist das für eine Scheiße? Das sind was ist das für eine Scheiße, Mann? Ich brauch Hühnchen mit Reis! Hühnchen mit Reis! Aber doch nicht jeden Tag! Natürlich jeden Tag! Ich will am Trainieren, ich muss meine Arme aufpumpen, mein Bauch, Sixpack! Dann bist du irgendwie bescheuert! Spinnst du? Wir können uns das nicht leisten, jeden den Tag. Den Scheiß, da kannst du auch mitnehmen! Guck mal, dass du in die Küche verschwindest, mir eine Flasche Sprudel holst und danach kannst du mein Zimmer aufräumen! Ich weiß nicht, warum er mich so hasst und was ich bei ihm falsch gemacht habe. Ich krieg ihn überhaupt nicht mehr in den Griff. Und von dir hat er auch keinen Respekt. Das Ding ist halt, der Pascal, der kennt keine Grenzen. Auf der einen Seite, ich kann's verstehen. Er vermisst seinen Vater, der ist auf einmal abgehauen. Zack, weg war er ja. Ja, auf der anderen Seite, er kann mich nicht leiden. Ich kann kein Ersatz für ihn sein. Ich will auch gar kein Ersatz für ihn sein. Aber irgendwie müssen wir es doch arrangieren können. Wir brauchen eine Lösung. Ich weiß, du hast recht. Du hast völlig recht. Ich habe mir da auch schon was überlegt. Ich meine, vielleicht könnte man ja mal mit Pascals Boxlehrer, mit dem Uli Dubrowski, reden. Der hat einen guten Draht zu ihm. Ich weiß ja, dass Olaf recht hat. Wir leiden doch alle unter Pascals Verhalten. Und dass er dauernd Geld für den Boxclub braucht, das ist irgendwie... Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da steckt doch irgendwas anderes hinter seinen Aggressionen. Während Mutter Anne zur Arbeit fährt, erlebt Frührentner Olaf eine böse Überraschung. So, Pascal, jetzt reicht's. Das kann ja wohl nicht angehen. Die ganze Kohle weg, das ganze Geld ist weg. So, Pascal. Hey, bist du bescheuert oder was? Portemonnaie ist da, Geld ist nicht da. Wo ist die Kohle? Wie, wo ist die Kohle? Hier, guck mal selbst rein. Da, alles leer. Vielleicht hab ich sie genommen. Was heißt hier vielleicht genommen? Ja, hab ich genommen. 400 Euro. Eigentlich müsstest du mir viel mehr zahlen. 1000 Euro. Mit 400 Euro? Fresse man jetzt immer raus. Das ist das restliche Geld für diesen Monat gewesen. Ja, ganz einfach. Ich bin hier der Mann im Haus und ich hab zu melden, wer wo sein Geld bekommt. Und du hast gar nichts zu melden. Ja, natürlich. Du bist 19 Jahre alt, Schulabbrecher, nichts auf der Pfanne, Hirn von oben in die Oberarme rein, sonst nichts da. Gar nichts. Du bist nicht mein Vater, du hast mir gar nichts zu sagen. Deswegen einfach umdrehen, abhauen, raus aus meinem Zimmer. Pack mich nicht an. Alter, geh mal raus jetzt. Natürlich zeige ich den an. Der hat mich beklaut. Aber eine Anzeige, Olaf, macht alles doch nur noch viel schlimmer. Schlimmer. Oh, ich dreh durch. Alles nur noch schlimmer. Heute ist es ein Diebstahl. Morgen ist es körperverletzt, wenn man ihn irgendeiner Blöde schief anguckt. Übermorgen startet er irgendeinen Banküberfall oder sonst irgendwas. Dem muss man einen Riegel vorschieben. Ich weiß, dass das so nicht weitergehen kann. Aber Pascal ist ein Junge, der Hilfe braucht. Und wir müssen ihm irgendwie unter die Arme greifen. Er hat Probleme. Das hat Uli, sein Boxlehrer, auch gesagt. Er braucht Grenzen. Er braucht wirklich einfach mal Grenzen. Ich bin hilflos, ich bin ratlos. Ich weiß, aber mit einer Anzeige, so kann es doch auch nicht weitergehen. Ich meine, wenn du ihn anzeigst, dann wird er noch aggressiver. Und ich krieg Angst, wenn er noch aggressiver wird. Das geht nicht mal weiter. Krass. Wie geil ist das denn? Eine eigene Mutter hat vor ihrem Sohn Angst. Sag mal, wo sind wir denn hier? Meine Freunde haben Angst vor ihm. Ich habe langsam auch Angst vor ihm. Ich kann niemanden mit nach Hause bringen, niemanden. Ich will, dass er rausgeht. Ich will, dass er verschwindet. Nicht so, Dana. Es ist schlimm genug, dass euer Vater einfach so abgehauen ist. Pascal kann den Halt mit mir doch nicht auch noch verlieren.
Das, was Anne hier erzählt, ist tatsächlich in vielen Familien ganz typisch. Wenn der Vater plötzlich fehlt als Figur, versuchen viele Mütter vielleicht auch aus schlechtem Gewissen, diesen Vater zu ersetzen oder ihrem Kind alles recht zu machen. Wohin das führt, das sehen wir gerade. Und Anne muss verstehen, es geht nicht darum, dass sie die Vaterposition einnimmt. Es geht darum, dass sie sich Unterstützung holt, damit es so etwas wie eine Vaterfigur und ein Vorbild für Pascal gibt. Am nächsten Tag. Pascal denkt nicht daran, seine Schulden bei Stiefvater Olaf zu bezahlen. Mit dem Geld hat der 19-Jährige ganz andere Pläne. Das ist die Kohle. 600 Euro, oder? Richtig. Brauchst du nicht nachzählen? Kannst mir vertrauen. Ich mach das schon länger, ne? Ich zähle immer nach. Alles passend, oder? Komm mal mit. Wenn ich das Päckchen sehe, krieg ich so Freude, Mann. Ohne Scheiß. Das ist genau eine Kur. Perfekt. Ey, Schatz, du hast zu mir gesagt, du machst das nicht. Wie, du kriegst davon Titten, wirst impotent oder so. Warum? Du kriegst nicht mehr ein Bett oder was? Was sitzt denn da? Ja doch, aber irgendwann mal vielleicht nicht mehr. Das ist so eine Scheiße, Mann. 20 Minuten später. Dem aggressiven Teenager geht's richtig an den Kragen. Jetzt weißt du, wie das sich anfühlt, wenn deine Mutter immer so scheiße behandelt. Was hast du mit meiner Mutter zu tun, Mann? Was soll ich dir sagen? Was soll ich zu... Hier! Hör mir mal gut zu, mein Freund! Halt dich fern von Merol, diesen Nixnutz und seinen dreckigen Mittelchen. Er verkauft schon die Scheiße hier an meine Kunden. Hast du das verstanden? Ich weiß gar nicht, was du meinst, Mann. Und die scheiß Steroide, die du da einfährst. Die machen dich hochaggressiv. Deine Mutter ist schon voll am Ende mit den Nerven. Und die war hier. Und wenn du hier nochmals zu scheißigen Jüber verhältst und ihr das Geld aus der Tasche rausleierst, Junge, dann hast du mit mir ein richtiges Problem. Und ich glaube, mit mir willst du kein Problem haben, oder? Nein, Mann. Lass mich jetzt los, ey. Pass auf, deine Mutter liebt dich. Verdammt nochmal. Ja, schön für dich, aber der neue Macke, Alter. Der Olaf ist voll dein Lutscher, Mann. Pass mal auf, der ist einfach überfordert mit dir. Gib ihm doch einfach mal eine Chance. So verkehrt finde ich ihn gar nicht. Alter, er ist einfach ein Lutscher, der interessiert mich null. Jetzt lass mich los, Mann. Lass mich gehen. Merk dir das, Pascal. Hey, Baby, bist du mit dem Training fertig? Was ist los? Pascal, wenn du quatschen willst und Probleme hast, kannst jederzeit zu mir kommen. Am Nachmittag. Pascal ahnt nicht, was ihn zu Hause erwartet. Wirklich klasse, dass du das Geld zurückgezahlt hast. So verhält sich ein junger, erwachsener Mann. Hast Schulden gehabt, hast zurückbezahlt. Finde ich richtig klasse. Und ich brauche dich noch nicht mal anzeigen. Ich hoffe, die Wogen glätten sich jetzt endlich mal ein bisschen. Ach so, ja, deswegen hab ich das ja gemacht. Wir sind ja eine Familie, oder? Ich hab meiner Mutter gesagt, die braucht dem Lutscher Olaf die 400 Euro gar nicht wiedergeben. Wenn er mich anzeigt, ist mir scheißegal, ja? Aber wenn sie in meinem Namen ihm die Kohle wiedergeben will, soll sie machen. Ja, da hält der Penner wenigstens die Füße still. Übrigens, ich hab gekocht dein Lieblingsessen, genau wie du es dir gewünscht hast. Hühnchen und Reis. Ich hab keinen Hunger. Ich kann es noch morgen kalt essen und dann kochen wir morgen neu. Ganz einfach. Aber du hast es dir doch gewünscht. Ich hab keinen Hunger, Mann! Dana, ja? Kommst du runter essen? Ja, ich komme. Super. Hey, ich geh mal pissen, ja? Ein kleiner Pisser. Dir hab ich noch was zu reden. Du bist so ein und undankbar bist du auch. Was willst du von mir, ein kleiner Pisser? Unsere Mutter verkauft das Armband von ihrer Oma, nur damit Geld hat für dich. Und was machst du? Du bist undankbar. Wenn du jetzt nicht sofort deinen Schnauze hältst, hau ich dir auf die Fresse. Dann hast du auch so ein dickes Auge wie bei deiner Mama. Dein Ernst? Was mein Ernst? Was machst du hier? Du quatschst mich doch von der Seite voll. Was willst du von mir? Beklagst du unsere Mutter? Hast du Geld? Bin ich eine Bank oder so? Wie bist du eine Bank? Willst du mich verarschen? Wie redest du mit mir? Hör auf, mich zu drohen! Hä? Was? Hör auf, mich zu drohen, sonst verpiss dich, Mann. Pascal treibt es jetzt immer mehr auf die Spitze. Auch er ist verzweifelt. Er hat jetzt die Keycard vom Elektromarkt geklaut. Und er bedroht seine Schwester massiv. Das droht zu eskalieren über kurz oder lang. Doch über die Konsequenzen seines kriminellen Handelns
macht sich der 19-Jährige keine Gedanken. Danke. Apropos Geschenk, Bruder. Ich brauch noch was für dich, Mann. Hast du dir verdient, ey. Ja, Mann, Jackpots. Bocksachen? Ja, Mann. Brauch ich mir die scheiß schwitzigen Sachen vom Uli. Ja, Mann, richtig so. Ey, wenn du die aufziehst, ne? Da sind sogar schon Lieder drin. Boah, wie geil. Meinst du, der passt auch? Ich hoffe. Probier mal an. Das ist wie angegossen, ne? Dem richtig auf die Fresse, ja? Richtig, von mir auch noch mit Schmackes. Du hast auf jeden Fall was gut bei mir. Ja, kein Ding. Definitiv. Ey, ich hätte da eine Idee. Was denn? Dieser MP3-Player. Mach mir auch mal einen klar. Du Schwuchtel, was willst du damit? Das sind Strasssteine. Wie redest du denn schon wieder über meine Freundin, Mann? Ey, Barbie, soll einfach mal still sein, ja? Ey, da sind Strasssteine drauf. Was willst du damit? Ja, natürlich ohne Strasssteine, ey. Schatz, das ist voll süß, ja. Ja, aber warte mal. Was denn jetzt schon wieder? Ich hab auch was für dich. Was jetzt, Mann? Laber keinen. Korrekt, Alter. Wie hast du das gemacht, ey? Woher hast du das bezahlt? Für den besten Freund, hast du eine Bank ausgeraubt oder was? Du hast nicht mehr Geld für meine Wohnung und kaufst hier zwei so Dinger, Alter. Ey, was hab ich zu dir gesagt, Junge? Du hast hier nicht verloren von meinem Club. Hast du das verstanden? Pack mich nicht an, du sollst hier nicht mehr rumlangen. Das hab ich dir schon mal gesagt. Komm, wir gehen. Scheiß auf den. Komm. Und noch was. Lass die Finger von Pascal. Ja, der ist anständig. Und jetzt verpiss dich von meinem Club. Was bildest du dir eigentlich ein, deine Mutter in eine solche Situation zu bringen? Was machst du hier eigentlich? Wir kümmern uns darum. Das ja, ist sie kümmern sich. Hm. Wirklich? Will ich mal schwer hoffen. Ja. Denn der ist ein Fass ohne Boden. Das sage ich Ihnen so. Es geht um Folgendes. Heute Nacht bist du in den Laden, wo deine Mutter arbeitet, eingestiegen worden. Deine Mutter erhebt die schweren Vorwürfe, dass du das gewesen sein könntest. Warum tust du mir das an, Pascal? Womit habe ich das nur verdient? Ja, also ich weiß von nichts. Wenn du von nichts weißt und es nicht warst, lass mich in die Tasche gucken. Warum dann die Jacke. Alle? Soll der Quatsch? Hier liegt nur einer. Lass mich reingucken. Wenn nichts drin ist, ist die Sache erledigt. Denkst du, weil du eine Marke hast, hast du irgendwas zu melden? Oder? Werd nicht frech. Ich guck da rein und dann ist die Sache erledigt. Ja, Entschuldigung. Was macht ihr denn da? Das wird doch alles noch nicht schlimmer. Oh, jawohl. Sollte es wirklich noch sowas wie Gerechtigkeit geben? Ich glaub's nicht. Ich kann nicht fassen, was Pascal mir da angetan hat. Nach dieser Sache bin ich auf jeden Fall meinen Job los. Und vielleicht kriege ich sogar noch einen Eintrag im Lebenslauf und finde dann nie wieder einen. Ich habe echt die Schnauze voll. Ich will den Jungen nie wiedersehen. Meine Türen sind zu. Jetzt ist echt aus und vorbei. Ich kann nicht mehr. Hey, no, no, no.